Sie fragen sich vielleicht, warum unser Reporter Christoph Karasch hier gerade mit einem anderen Mann Händchen hält. Ja, so viel kann ich Ihnen schon mal verraten. Mit Romantik hat das Ganze nichts zu tun, sondern mit der Baumwollernte. Was genau, das erfahren Sie jetzt. Denn wir haben Christoph 2 Tage lang auf eine Baumwollfarm nach Tansania geschickt. Vorher gibt's aber noch schnell was zu gewinnen. Und zwar diese Woche können Sie selbst entscheiden, was Sie haben wollen. 5000 Euro zu Ihrer freien Verfügung oder ein großes Entertainment-Paket bestehend aus einem iPhone 11 Pro, einem Galaxy S20, einem MacBook Pro und den beiden Spielekonsolen Xbox One X und PlayStation 4 Pro. Rufen Sie jetzt an unter 01379449000 und nennen Sie uns das Kennwort Galileo. Oder schicken Sie uns einfach eine SMS mit dem Kennwort Galileo an 3x4, 3x1. Die Daumen sind natürlich feste gedrückt und wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück bei Galileo. Wenn es eine Berufsgruppe gibt, die Fleischeslust hat, dann sind es wohl die Metzger. Ja, ganz genau. Dieser Metzgermeister hier ist aber wahrscheinlich der einzige seiner Art in Deutschland, denn er ist Veganer. Das ist kein Scherz. Wie der das wohl zusammenbekommt? Fleisch zu verkaufen, aber privat auf alles Tierische zu verzichten? Und jetzt reisen wir in die USA oder nach Kanada. Oder war es doch die USA? Vorher gibt es aber noch schnell was zu gewinnen. Und zwar diese Woche können Sie einfach selbst entscheiden, was Sie haben wollen. 5000 Euro zu Ihrer freien Verfügung oder ein großes Entertainment-Paket bestehend aus einem iPhone 11 Pro, einem Galaxy S20, einem MacBook Pro und den beiden Spielekonsolen Xbox One X und PlayStation 4 Pro. Rufen Sie jetzt an unter 01379449000 und vergessen Sie das Kennwort nicht, es lautet Galileo. Oder Sie schicken einfach eine SMS mit dem Kennwort Galileo an 3x4, 3x1. Die Daumen sind gedrückt. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. $5000 Strafe. Denn das ist nicht nur eine einfache Straße, sondern gleichzeitig ist es die Grenze zwischen den USA und Kanada. Was diese skurrile Grenze für die Anwohner bedeutet, das hat unser Reporter Vincent Dehler herausgefunden. Verrückt, oder? Morgen steigt Jumbo Schreiner in die dunkelsten Keller Deutschlands. Eieiei, nicht verpassen. Für heute war es das schon wieder bei Galileo. Aber bleiben Sie dran, es geht jetzt weiter mit Elton und Schlag den Star. Ganz viel Spaß dabei. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Tschüss.